Jo Freunde, was geht? Der erste Prospekt zum Feuerwerkseinkauf für das kommende Silvester 2020-2021 ist da. Es handelt sich um den Gartenmöbel von Marco oder bei Marco. Ein Laden, der mir noch völlig unbekannt ist, aber man kann ja trotzdem mal reinschauen. Den Laden selbst habe ich nicht in meiner Nähe. Er hat auf jeden Fall schon mal richtig krasse Öffnungszeiten von 5 Uhr morgens bis 19 Uhr, von 6 Uhr bis 19 Uhr und am 31.12. vom 7 bis 13 Uhr. Genau. So, hier das Sortiment habe ich mir schon mal kurz angeguckt. Wir gehen mal schnell drüber, bis ich jetzt auf die einzelnen Artikel eingehe. Ja, das Ganzjahresfeuerwerk sowie Verbünde, die werde ich einfach ignorieren. Da werde ich nichts zu sagen, weil die mich persönlich auch nicht interessieren. Und die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht. Ja, hier Partydings. Knallfrische, 4 Stück für 69 Cent von Nico. Ja, kann man mitnehmen, kann man an sich nichts falsch machen. Fuse Connector, das ist hier zum Verleiten eurer Feuerwerksbatterien und was auch immer ihr da noch so verleiten wollt. Dreimal römische Lichter für 1,60. Ja, kann man mitnehmen. Turbowirbler, 2 Stück, 1,60. Ja, kann man nicht viel falsch machen. Brauche ich nicht drauf eingehen. Zündlichter ist sowas wie die Anzündstäbchen, die ihr bei manchen Raketensortimenten hinten drin habt. Brenndauer 240 Sekunden, jeweils 4 Stück drin im Päckchen. Ja, kann man sich mitnehmen, braucht man aber nicht. Die meisten zünden eh lieber alles selber mit dem Feuerwerk. Vulkan, ja, den kann man mitnehmen. Ja, dann doch lieber eher die Vulkane, die es im Lidl hoffentlich wieder gibt oder im Aldi, die. Von welcher Marke? Die Schweizer Vulkane, genau so. Donnerschlag, 3 Stück, 5,50 Euro. Ja, ich bin kein Fan von Böllern. Ich habe lieber Raketen und Batterien. Also wäre das für mich nichts. Ist auch, glaube ich, recht teuer mit 5,50 Euro. Dann lieber zu den kubischen Kanonenschlägen von Weco oder ähnlichen Greifen. Wunderkerzen, warum man nicht drauf eingehen? Knallhab's nicht. Pyropack, Schusszahl 60 Stück. Sind einzelne Böllerpakete. Dann doch lieber für 3,99 oder 3,49 habe ich auch schon gesehen. Letztes Jahr Schinken D-Böller holen. Hat man auf jeden Fall mehr von. Feuertonne, ja. Schönes kleines Ding, aber ja. Powerbolts kann man auf jeden Fall mitnehmen. 35 Stück für 4 Euro, kann man nichts falsch machen. Ist sogar ein Klasse 1 Artikel, also das ganze Jahr über zündbar, aber ist auf jeden Fall geil. Man sieht schon, 110 Gramm haben die circa, auf 35 verteilt sind. 3 Gramm, glaube ich. Mathe ist nicht mein Fall. Bombenrohr von Nico, auf jeden Fall richtig krass. Da kann man ja mal kurz, falls ein Video da ist, das anschauen, ja. Ja, das reicht dann auch, den letzten Schuss wollen wir jetzt nicht sehen. Summer Fontaines, dachte ich erst, wären Klasse 1 Artikel, ist aber tatsächlich Klasse 2, also das ganze Jahr über zündbar. Für 4,19 Euro dann, ja, doch etwas zu viel, würde ich sagen. Dann packe ich mir lieber bei Lidl, falls es wieder fahren sein sollte, das Leuchtspektakel rein, habe ich viel mehr Artikel für 3,99 Euro, ist es, denke ich mal, dann wieder. Ja, die Batterie Rhino kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Ja, dann haben wir Wahnsinn, 36 Schuss. Können wir ja mal kurz reinschauen. In 23 Sekunden, okay. Schönes Tracking auf jeden Fall. Sieht ganz interessant aus, könnte man sogar eventuell mitnehmen. Den Preis, ja, 19,99 wäre dafür schon angemessener, würde ich finden. Eine Knallmatte, ja, 1,5 Meter, 500 kleine Mini-Böller, nicht so meins, das geht auch günstiger. Ja, ein bisschen Tischfeuerwerk, Donnerröhren, 10 Stück, die sind auf jeden Fall auch cool. Ich persönlich würde da aber dann zu den Double Flash oder zu den Flashbangs greifen. Sehen auf jeden Fall ganz interessant aus, aber dann, ja, wie gesagt, zu den Flashbangs. Das auf jeden Fall keine Kaufempfehlung. 6,49 für einen D-Böller-Schinken, viel zu teuer. Wie schon erwähnt, 3,99 bis 4 Euro kriegt man die überall anders, also auf keinen Fall. Ja, Kanonschläge, naja, muss nicht sein. Dann lieber die von Lidl wiederholen, vom Weco. Gold- und Silberregen, ja, wem es gefällt.
Werde ich nichts zu sagen. Ich habe auch keine Ahnung von Verbünden, weil die mich auch null interessieren. Ja, ein bisschen Dings. The King, auf jeden Fall. So, Ring Rockets, 7 Stück an sich. Richtig geiler Artikel. Auch richtig krasse Ausbreitung der Raketen. Aber für 12 Euro auf jeden Fall zu viel. Na, leider kein Video. Schade. Würde ich mir jetzt nicht holen. Es gibt die woanders günstiger. Oder ihr holt sie euch einfach im Online-Shops. Zunderbox, auf jeden Fall auch richtig geiler Artikel. Würde ich mir mitnehmen, persönlich, wenn ich den Laden in der Nähe hätte. Vielleicht gibt es ihn auch irgendwo anders. Die Crackling, das ist so eine kleine, ja, sieht ganz nice aus, aber ja, man kann ja mal kurz reinschauen. Das ist sowas, also ja, zum Warmschießen. Müsste aber gleich 4, 5 Stück holen und dann alle auf einmal. Ja, Barcelona. Naja. Hamsterkauf, das kann man sich. Ja, an sich mitnehmen, aber es gibt da auch ein geileres Paket von Nico. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Das kostet, glaube ich, 8,88, 8,99 oder 9,99. Da hast du viel mehr Sachen drin. Dann Simply Gold, 5er-Pack, 10 Euro. Ja, gut, ach, leider kein Video. Würde ich dann eher das Goldrausch oder Gold mittlerweile, wie auch immer das jetzt heißt, gibt es beim Lidl und beim Aldi. Genau, Big City, 27 Raketen, 27 Euro. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Eine Rakete, 1 Euro, ist ein fairer Preis. Die haben auch, soweit ich weiß, allen Zerleger. Abgabe nur als VE. Ja, ist klar. Colorbox, ja, ist auch ein schöner Artikel gewesen. Kann ja mal kurz reinschauen. Ist sowas mit kleinen Leuchtpunkten. Geht aber auch auf jeden Fall günstiger. Dann eher die Powerbox heißt die, glaube ich, mitnehmen vom Dings. So, dann haben wir hier der Klopper. Kann man sich mitnehmen, aber dann würde ich persönlich lieber zur Painted Sky greifen von Weko. Ist ein schönerer Artikel, meiner Meinung nach. Takeaway, ja. Naja, man sieht hier schon wieder gestreckte Knallerbsen, also liegen lassen. Feuerwerkskasten ist so eine kleine Fontäne, ist das. Das steht sogar drauf: Fontänenverbund. Ja, 7,90 € bisschen teuer. Amsterdam, na, ist eine Goldtopfbatterie, nicht meins, auch zu teuer für den Preis. Hier wieder ein Verbund. Hier noch weitere Verbünde, Manhattan und Monte Carlo. Out of Limits auf jeden Fall mitnehmen für 27,90. Ganz krasser Artikel. Casablanca, auch wieder ein Verbund, 85 Sekunden. Naja, wie gesagt, Verbünde sind nicht meine. Das Ding kenne ich hier zum Beispiel nicht. Ist auf jeden Fall gefächert. 27 Euro. Ist jetzt aber nicht persönlich was für mich, aber kann man auf jeden Fall mal mitnehmen zum Testen. Für den einen oder anderen bestimmt ganz interessant. Roter Corsair, 5,90 € auf jeden Fall. Ja, dann hier Retro-Style, 1960er Verpackung, die Böller. A und D Böller sind das, glaube ich. Genau, Böller A und D, ja, für 7,99 €. Wer es mag, wem es gefällt, kann es auf jeden Fall mal mitnehmen. Das war es dann auch schon hier von der Seite. Ja, was kann man abschließend dazu sagen? Ist auf jeden Fall ein großes Angebot für einen Gartenmöbelladen hier bei Marco, der ist, glaube ich, ja, Oldenburg. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und weitere Videos werden folgen, sobald ich weitere Prospekte finde. Ciao.